Hallo und herzlich willkommen zurück bei Thrones of Britannia, liebe Freunde. Ja, wir sind ja so ein bisschen dabei, eine Kehrtwende im Krieg gegen North Leota auf die Beine zu stellen. Wir pushen jetzt wieder gen Norden oder erstmals gen Norden, wie auch immer man das betrachten mag. Wir haben hier drüben und diese grünen Provinzen hier verloren an den Feind. Das war eine ehemalige Feindprovinz, die wir ebenfalls jetzt durch unseren Verbündeten oder Vasallen besetzt wurde. Und hier drin, weiß ich jetzt gerade nicht, müssen wir gleich nochmal in-game gucken, sind, glaube ich, Rebellen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Weswegen ich aber hier auf der Karte erstmal bleiben wollte, bevor ich hier Kampagne fortsetzen mache, ist das hier unten. Also einmal, Mercia hat Gwynedd fast vollständig besiegt und sich hier Richtung Wales reingefressen. Und Wessex, die ja hier starten, haben eben Ostanglia, eine weitere Fraktion der Wikinger, der großen Wikinger-Armee, ein Überrest, vollständig vernichtet, gemeinsam mit eigenen Vasallen und Verbündeten. Und wir müssen mal abwarten, wie die sich jetzt verhalten, denn die sind, glaube ich, verbündet auch mit Mercia und zumindest sehr gut befreundet mit denen. Also ich denke, da wird es jetzt in naher Zukunft keinen Krieg zwischen den beiden geben. Und das heißt, sie werden sich jetzt wohl dann hier hochbewegen. Und da sind eben Verbündete und Vasallen von uns, was uns dann wiederum in den Krieg gegen Wessex rufen würde. Deswegen würde ich sagen, so schnell wie möglich hier oben den Krieg gegen North Leota beenden. Wenn möglich Frieden schließen mit den nördlichen Nachbarn oder, ja, müsste man sagen, ne? Wir müssen auch unsere innere Unruhen erstmal beseitigen, befrieden, beruhigen und ja, dann mal weiterschauen. Wobei ein Krieg natürlich gegen diese nicht englischen, in Anführungszeichen, Fraktionen ja auch wieder den Unmut der englischen Bevölkerung ein bisschen mindern würde. Naja, gehen wir mal hier auf Fortsetzen und schauen mal rein. Was wollte ich jetzt schauen? Achso, ob Wessex und Mercia eigentlich Verbündete sind. Wessex hat keine militärischen Verbündeten, aber 100.000 Vasallen. Und also Defna, Serenu, Südsachsen, Suffolk, Kent, Gwent, Glywysig, das sind alles Vasallen von Wessex. Und jetzt schauen wir mal bei Mercia rein. Die haben zum Glück keine Verbündeten und auch keine weiteren Vasallen oder so. Sind momentan aber leider nur mit Gwynedd im Krieg. Das werden sie wohl problemlos besiegen können. Ah, tatsächlich war die Provinz von Westernis wieder besetzt worden. Ja, ich erinnere mich. Die sind doch mit dieser Flotte da angelandet. Ah, ja, ja. Ich verstehe. Jubi, genau, mit denen haben wir den defensiven Pakt. Und mit Stratclut da oben auch. Vasall ist Hulborg hier drüben. Mhm. Okay, also dann müssen wir vielleicht auch versuchen, nach Westernes hier nochmal reinzukommen. Schauen wir uns mal an. Wie sieht das denn hier aus? Also, Joby steht da oben. Hat die Stadt vollkommen freigelassen. Allerdings sehe ich hier in Outer Gimli auch keine Feindarmee, interessanterweise. Dann könnte vielleicht Sifredus, nachdem er Chachibi eingenommen hat, darunter ziehen. So, und hier wird es dann zu dieser Schlacht kommen, die wir lange erwartet haben. Ach so, ich muss mich übrigens ganz dicke entschuldigen, dass in den letzten Folgen kein Game-Audio zu hören war, kein Game-Sound. Das lag daran. Das können wir nicht. Da oben steht der Feind, der die Rebellen überrennen wird. Lag daran, dass OBS irgendwie ein bisschen rumgesponnen hat. Da gab es ja auch ein Update, das nicht automatisch installiert werden konnte irgendwie. Und da hat es die Audioeinstellung zerrissen. Und deswegen, jetzt sollte aber alles wieder funktionieren.
Bleiader wollen wir nicht reparieren. Wir wollen diese Armee stellen und besiegen von Edwulf. Das ist der Erbe von Egbert da oben. Die Krieger sind bereit. Und das schaffen wir hoffentlich in der nächsten Runde. Nicht, dass die uns vor uns wegrennen können. Und dann können wir uns hier um Egbert kümmern, der wohl Dunholm wieder einnehmen wird. Momentan haben wir krasse Probleme mit Nahrung. Gibt's hier Nahrung? Ja, da gibt's schon mal ein bisschen Nahrung. Das ist gut. Dunholm gab's aber, glaube ich, sowieso keine, ne? Nee, da gab's nur Zufriedenheit durch den Schrein. Nun gut, gehen wir in die nächste Runde, liebe Freunde. Und schauen mal, wie es hier weitergeht. Also Dreher gibt es da oben im Norden ja auch noch. Ruf zu den Waffen. Bedeborg greift unseren Vasallen an. Wo ist denn Bedeborg? Hier unten. Sie sind befreundet mit den anderen hier. Haben, glaube ich, auch Defensivbündnisse. Abkommen mit Bedeborg, ja. Und greifen unseren Vasallen an. Ja, wir werden natürlich auf Seite unseres Vasallen mit eintreten in den Krieg, aber wir werden keine Truppen schicken können. Ja, Verschleiß haben wir, das ist klar. Minus 118 Nahrung. Mann, Mann, Mann. So, da kommen unser Verbündeter Gunnar, der wird da die Stadt einnehmen. Und wir werden uns jetzt hier mal schnell die Nahrung besorgen. Aber wir haben immer noch 83 minus. Wir müssen hier mal Einheiten auflösen, sonst wird das nix. Wir führen euch zu Ruhm. Holt euch die Beute. Oh, ganz knapp erreichen wir sie wieder nicht. Egal, wir gehen hinterher. Können die die erreichen? Das können sie tatsächlich. Oh, das wäre doch dann eine Gelegenheit, oder? Und wir können erforschen. Wir hatten die Speerkämpfer erforscht und die Nahkampfspezialisten. Schildwirksamkeit. Oder bessere Speerkämpfer. Lass uns mal hier auf die Huskarle gehen, würde ich sagen. Forschungsrate und so weiter, okay. Korruption. Ja, nee, wir gehen erstmal hier auf die Huskarle. Bessere Einheiten. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mit Bart da drauf. Und dann müssten die ja noch als Verstärkung dazukommen können, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir vorher noch kurz, warum die Leute hier wieder illoyal sind. Weil Chechebi in Grundbesitz ist. Dann würde ich sagen, geben wir Bart den Besitz. Damit hat er eine Loyalität von 6, Einfluss 5, das ist okay. Und bei den anderen ist die Loyalität auch wiederhergestellt. Das sieht auch ganz gut aus, weil wir momentan einen Einfluss von 6 haben. Damit sind wir die Person mit dem meisten Einfluss. So, Nahrung wissen wir. Rebellion-Gefahr kennen wir auch, wissen wir Bescheid. So, die holen sich das jetzt natürlich. Finde ich, ja, ist ein bisschen ärgerlich, weil es da halt viel Nahrung gab, aber ist jetzt auch nicht das Schlimmste, würde ich mal sagen. So, mit denen ziehen wir wieder gen Norden. Und dann würde ich sagen, versuchen wir das jetzt hier mal.
Ob das so klappt, wie ich mir das denke. Los, Beeilung! Wir schwören treuen Dienst. Tut's nicht, weil sie sich jetzt zurückziehen können noch. Das ist natürlich ärgerlich. Das realisieren wir. Keine Chance. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie in der nächsten Runde machen. Wir gehen nochmal weiter. Wenn ich es richtig sehe, kommt Strad Klatt gerade aus dem Norden. Und sie greifen uns an. Jetzt sind wir natürlich so weit vorgerückt, dass wir da keine Unterstützung kriegen. Deswegen zieht er sich mal zurück. Und jetzt bleibt er stehen. Ah, das ist doch gut. Das heißt, wir müssten ihn da angreifen können. Beziehung mit den Engeln ist sowieso schlecht. Wir brauchen, glaube ich, eine bessere Beziehung mit der Armee mal. Deswegen gehen wir da rauf. So, politischer Nutzen. Bart. Dieser machthungrige Mann hat sich ohne eure Zustimmung zu einem Amt aufstellen lassen. Er mag der Aufgabe zwar gewachsen sein, aber könnt ihr es euch leisten, seinen Ehrgeiz, die Macht eurer Familie gefährden zu lassen? Justiziar. Wenn wir ihm das verweigern, würde unser eigener Einfluss schwinden. Deswegen würde ich mal sagen, okay. So, Position bei den Engern ist noch schlechter geworden. Minus 3 öffentliche Ordnung. In allen Regionen minus 1 Einfluss. Das ist natürlich auch schlecht. So, wie gesagt, ihr geht gen Norden. Oh, jetzt haben wir hier eine Rebellion. Die sollten wir aber abwehren können, oder? Und das ist eine befestigte Stadt. Und die haben jetzt gerade nur 4 Einheiten da. Unter Cohen Wolf. Seiten natürlich, die ziehen wahrscheinlich hier rüber und nehmen das ein. Das wäre natürlich ärgerlich. Och, Mensch. Können wir überhaupt eigentlich irgendwo noch Nahrung ausbauen, frage ich mich. Die Kühe, sind sie teuer? Schafe bringen keine Nahrung, nur handelswert. Nee, können wir momentan nicht. Also wir müssen tatsächlich jetzt mal vorgehen und hier weiter erobern. Bringen wir den Kollegen mal wieder zurück nach Ketretha. Wenn wir den jetzt angreifen, kommt die Stadt eigentlich zu Hilfe? Wisst ihr das? Oh, wir haben hier minus 18 öffentliche Ordnung. Warum? Ja, keine Nahrung, 5. Steuererhebung, 4. Besetzung, das geht runter. Und Fraktion, ja, weil wir bei den Engländern nicht gut angesehen sind. Gebäude, ja, das sind hier die... Die und die, ne? Wir könnten die große Halle bauen und damit auch noch einen nächsten Slot freischalten, aber das kostet 30 Nahrung und wir haben überhaupt die Krieger sind bereit. Keine Nahrung momentan. Das können wir nicht. So, jetzt greifen wir aber Erdwolf endlich an. Der zieht sich zurück in die Berge, aber diesmal erreichen wir ihn. Und die Chancen werden uns hier hervorragend angezeigt. Ich mach mal kurz schnell speichern und dann, ja, lasst es uns, glaube ich, aber trotzdem manuell kämpfen. So eine große Schlacht, da gibt es vielleicht was zu sehen. Das Herzeisen eines weisen Mannes ist selten fröhlich. Ja, das stimmt wohl. So, ein bisschen mehr Hingabe für unseren König wäre übrigens auch gut. Und Kommando, vielleicht können wir das beim nächsten Hochleveln ja mal entsprechend ergänzen durch ein Gefolge.
Und wir kämpfen hier gegen Erdwulf, den König, den Sohn scheinbar von Egbert. Und bin mal sehr gespannt, wie er sich nun aufstellen wird. Und er hat aber scheinbar den High Ground, also steht auf dem Hügel, was für ihn natürlich von Vorteil ist. Aber wir haben eine überlegene Feuerkraft. Vielleicht können wir ihn einfach in einer Position halten, in der wir ihn dann massiv beschießen können. Eine Geschichte ist nur halb erzählt, wenn sie von nur einer Person erzählt wird. Mensch, da sind echt teilweise gute Sprüche hier dabei, muss man mal sagen. Nebel wollen wir nicht. Trocken. Ja, das weist natürlich sehr schön auf die Multiperspektivität von Geschichte hin. So, Bogenschützen. Ihr kommt mal bitte nach vorne, wenn es geht. Mal kurz alle nach hinten nehmen und dann die. Was sind da? Der Busch ist im Weg. Ach, da ist ein Felsen dahinter, ne? Jo. König in die Mitte. Und flankiert von Axtkriegern, würde ich sagen. Ach so, warte mal, kann man nicht, wenn man die jetzt. Alle in eine Gruppe tut. Genau. Und jetzt kann man die doch sortieren hier, oder? Muss man wahrscheinlich erstmal eine Auswahlgruppe machen. Nee, scheint nicht zu gehen. Nee, ich dachte. Ah. Es geht irgendwie nur eingeschränkt. Habt ihr das gesehen? Also jetzt ist der König irgendwie hier in die Mitte. Nee, ist er doch nicht. Ich dachte gerade. Okay, dann ist das Blödsinn. Ups, das wollte ich nicht. Dann müssen wir das manuell machen. Also. Dann kommt mal alle weg da. Wo ist die Schlacht? Vor unserer Nase. Zack. Axtkämpfer dahin. Wo ist jetzt der zweite? Axtkämpfer dahin. Nochmal Axtkämpfer. Außen Speerkämpfer bitte. Und auch die können vielleicht hier so ein bisschen hier rückgelagert sein. Oder. Nee, wir nehmen die mal nach vorne. Das sind ja die Schwächeren. Jetzt haben wir hier noch unsere Elite. Huskarls. Huskarls und Schildbeißer, genau. So, die Schwertkämpfer kommen hier hin. Dann haben wir noch unsere Kavallerie. Nehmen wir mal leichte und schwere auf die Seite und einmal schwere auf die, beziehungsweise gepanzerte Truppen sind das ja. So, und jetzt machen wir eine gesperrte und dann. Starten wir das Ganze mal und rücken vor. Vielleicht können wir so ein bisschen schwenken. Um selber ein bisschen hier auf den Hügel raufzukommen. Ja, so sieht doch ganz gut aus. Und dann würde ich aber gerne nicht im Dauermarsch da hochrennen, sonst sind die Truppen alle müde. Ich lasse jetzt mal schnell vorlaufen. Der Gegner kommt ja nicht auf uns zu.
sondern verharrt da in seiner Position. Wir können uns auch mal die Truppen ein bisschen angucken. Also hier gibt es eine einmal berittene Tarne, aber sehr angeschlagen. Speerkämpfer, Axtkämpfer. Oh, jetzt. Ups, Pause. Kommt die Kavallerie doch auf uns zu. Und da reagieren wir mit unserer eigenen Kavallerie. Im Gegenzug. So, einmal durch den Baum durch. Gut, ich denke, jetzt müssen wir doch mal schnell vorrücken, um in Position zu kommen. Nicht, dass die uns hier in die Flanke fallen. Und die Kavallerie hier unten haben wir aber in die Flucht geschlagen und jetzt sogar auch vernichtet. Ziehen wir uns ein bisschen zurück. Nicht, dass wir hier unter Beschuss geraten. Die haben ja auch Bogenschützen dabei. Ja, und da sind wir schon unter Beschuss. Vielleicht können wir sogar mal hier ein bisschen rübergehen und dann gleich im Vorstoß hinter die feindlichen Linien kommen. So, unsere Bogenschützen haben jetzt auch das Feuer eröffnet. Und der Gegner rückt hier unten massiert vor. Das bedeutet, dass wir uns dem mal ein bisschen anpassen müssen. Und dann schwenken wir mal aus. Was haben wir da drüben? Herbern. Okay. Unsere Kavallerie auf den Hügel hoch. Sehr gut. So, und die Bogenschützen können sich vielleicht auch mal in ihrer Formation ein bisschen anpassen. Was kommt da? Bogenschützen kommen auf uns zu. Versuchen wir mal, sie da zu flankieren. Das ist aber eine seltsame Aufstellung, die sie da jetzt haben. Wir greifen an mit unseren Axtkämpfern. Und nehmen die Tarnen zur Flankierung. Zweiten Speerkämpfer hier rüber. Die Kavallerie kann langsam mal rankommen. So, und dann gehen wir da zum Angriff über. Die Truppen hier drüben müssen weiter vorrücken. Was haben wir hier noch? Unsere Schildbeißer. Die können dann auch mal hier rüber kommen. So, und die Tarnen bitte zur Unterstützung. Ihr gegen die Breitäxte. Wir müssen hier unseren König schützen. Ihr geht hinterher. Ach, oder Quatsch, gar nicht unseren König, aber da ist der feindliche König. Den müssen wir natürlich... Nicht König, der Sohn des Königs. Erdwolf, Edbert ist ja der König. Da gehen wir jetzt zum Angriff über. Kavallerie, kommt hier mal bitte ran und stürmt auf den Gegner. Ihr geht in die Lücke rein. Bogenschützen ein bisschen umformieren und die Kavallerie vom Hügel runterholen. So, die Hitmänner können da angreifen, die Axtkämpfer hier von hinten reingehen. Gegen was kämpfen wir da? Gegen Speerkämpfer. Das lasst doch mal bitte bleiben. Ihr könnt die Bogenschützen verfolgen und ihr auch. Und ihr kümmert euch mal um die Speerträger. So, ihr kommt mal raus aus dem Nahkampf. Und ihr kämpft da hinten gegen die Bogenschützen. Hervorragend. Die leichte Kavallerie kann dann jetzt die fliehenden Feinde verfolgen. Und hier unten wankt der General.
Und da er sich jetzt zurückzieht, fliehen auch die verbleibenden Einheiten. Wir werden aber natürlich versuchen, da dran zu bleiben. So, und ihr müsst jetzt mal aus der Defensivhaltung rauskommen, damit ihr den Feind auch verfolgen könnt. Gut, lassen wir das mal ein bisschen schneller laufen. Ihr habt den da vernichtet, dann geht mal weiter. Was macht ihr eigentlich? Ihr steht nur rum und wartet auf schönes Wetter oder was ist da los? Schon wieder den nächsten aufgerieben, dann ist hier auch keiner mehr. Ist eigentlich geschenkt, ne? Da brauchen wir uns jetzt ehrlich gesagt. Naja, vielleicht holen wir uns die hier noch. Dann haben wir es hinter uns. Ja, wir sind ja auch nah dran. Bereiten dem Feind eine vernichtende Niederlage. Warum bleiben die immer stehen? Ich habe sie doch aus der defensiven Haltung rausgenommen. Komisch. Okay, damit haben wir tatsächlich alle Einheiten vernichtet. Ne, hier sind ein paar entkommen. Okay, 7. Die können dann die Geschichte dieser Schlacht erzählen. Und wir haben 204 Mann verloren, 803 getötet. Okay, war auch Eigenbeschuss dabei, haben es gesehen. So, wir holen uns die Verstärkung, 5%, das ist okay. Damit ist diese Armee vernichtet und der Thronfolger auch. Und wir werden vorrücken. Und zwar nach Alklit. Da sollten wir sogar rechtzeitig ankommen. Vielleicht können wir den Gegner dann sogar in Dunholm direkt stellen, denn Egbert hier. Egbert hat selber auch nur 13 Einheiten dabei gerade. Finde ich interessant. So, was machen wir denn mit den Einheiten hier jetzt? Bin fast geneigt, die komplett aufzulösen. Stratklut ist hier. So, und unsere Verbündeten haben hier das eingenommen. Okay, dann ist da zumindest mal Ruhe, auch wenn das wie gesagt ein bisschen schade ist. Uhtred, unser Vasall, der wird sich jetzt hier kümmern müssen um Badenford. Mal gucken, ob er da runter geht oder ob er den Feind kommen lässt oder was er macht. So, aber es bleibt natürlich das Problem mit der Nahrung. Wir gehen nochmal eine Runde weiter und versuchen das auszuhalten. Auch wenn natürlich auch der Malus mit der öffentlichen Ordnung schon krass ist, muss man sagen. Sie gehen nicht gegen die Rebellen, sondern gegen uns. Oh, was? Und Stratklut ist nur am Plündern, offensichtlich. Heikle Lage in Iriu. Ein zweiter irischer Longford ist gefallen. Dublin greift rigoros durch und vereint alle Wikinger Irlands gegen die Bedrohung durch die Gelen. Ihr wünscht ihnen viel Glück dabei, doch ihr hofft auch, dass der Ärger auf ihrer Seite des Wassers bleibt. Alle Nebenfraktionen der Seekönige der Wikinger in Irland werden von Dublin annektiert. Okay. So, der Feind rekrutiert danach. Und hier hat er jetzt Alklit eingenommen und noch Einheiten, 8 Einheiten nachrekrutiert. Krass. Die sind ja aber dann angeschlagen, also von daher
Ja, was gab's hier eigentlich? Schafe. Und in Gyrum, da gibt's Nahrung, also es wäre schön, wenn wir darüber kämen, um das einzunehmen. Khalil kann meinetwegen hier Strait Klat einnehmen, also. Da gibt es auch Nahrung. Ja, 45. Ist schon nicht schlecht, aber ich habe da jetzt keine Armee, die ich da hinschicken könnte. Lass uns erstmal Das können wir nicht. Egbert besiegen und die restlichen Städte hier einnehmen. Nicht möglich. Der wird wahrscheinlich Bebbanburg holen, ne? Und dann kümmern wir uns um die Rebellen erst. Hof mit Herrenhaus wurde fertiggestellt hier unten. Was dazu führt, dass wir ein bisschen mehr Nahrung bekommen, immerhin. Unmöglich. Und der Typ kommt jetzt hier nach Norden gezogen, so wie es aussieht. Das will ich aber eigentlich nicht. Er soll sich lieber um Bedeborg kümmern. Geben wir ihm das mal als Ziel. Mal gucken, ob er das macht. Sehr gut. So, und bevor wir dann in die nächste Schlacht gehen, hier oben, und uns Alclir zurückholen, liebe Freunde, beende ich diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der Rückeroberung und der Rache an Ragnars Erben gegen North Leodor und König Egbert, der ja ein enger Verbündeter auch war von König Elle, der angeblich Ragnar Lodbrok in die Schlangengrube geworfen haben soll. Nun gut, bis dahin, macht's gut, bis bald.